Also ich verstehe nicht, warum in einer aufgeklärten Welt das Thema medizinische Grundversorgung derart behandelt werden kann. Und Ja. genau, mich erschreckt das immer wieder aufs Neue, wenn ich dann sehe, wie jetzt jüngst, wie gesagt, in den USA, wo man sich denkt, was ist da los? Wir sind hierbei keine Geschichte und sprechen über Menschen, die von den Nazis verfolgt und ermordet wurden. Besonders reden wir aber darüber, was das mit dem Heute und möglicherweise auch mit uns zu tun hat. Vorab aber noch eine Triggerwarnung. Es geht hier um die Gräueltaten der Nazis, also auch um Verfolgung und Ermordung von Menschen. Und wir sprechen heute auch über Schwangerschaftsabbrüche. Wenn du dich mit dem Thema nicht wohlfühlst, dann schau dir diese Folge vielleicht lieber nicht an oder nicht alleine. Bei mir heute zu Gast ist Viktoria Müller. Sehr, sehr schön, dass du da bist, Viktoria. Schön, hier zu sein. Mega, finde ich auch. Du bist Influencerin, Aktivistin und studierst Geschichte. Du setzt dich besonders für Themen wie Antifaschismus, Veganismus und Feminismus ein. Das macht dich zu einer ganz, ganz passenden und tollen Gästin für die heutige Folge. Du weißt ja noch gar nicht, um wen es geht. Bevor ich dir berichte, wer unsere zweite Protagonistin, die nicht physisch auf dieser Couch sitzen kann, sein wird, möchte ich dir einen Gegenstand geben. Und du darfst raten, warum es dieser Gegenstand ist oder was es zu bedeuten hat. Ja, damit kann man eine Schwangerschaft abbrechen. Tatsächlich. Wie präsent ist dir das als Objekt, das für Schwangerschaftsabbrüche steht? Es ist ein Symbol auch, ja. Also vor allen Dingen ein Symbol für unsichere Schwangerschaftsabbrüche. Also das ist ja quasi der selbstgemachte und der unsichere und der nicht medizinische. Ja. Also ja, hat auf jeden Fall eine große Symbolkraft. Hab auch gleich so. Also ja, ne? Ist schon auch ein, ja, kann man sich gar nicht vorstellen, auch finde möchte ich man auch nicht. Auf jeden Fall, ja. Und ich finde auch, dadurch, dass das, also hier sehen wir jetzt auch einen sehr alten Kleiderbügel und der gibt einem auch noch mal, also der gibt einem auch direkt so den Hinweis, dass es eben diese Art von Abbrüchen auch damals, aber auch noch bis heute gegeben hat. Du weißt also, dass es um das Thema Abtreibungen heute gehen wird und ich möchte dir gerne erzählen, um wen es heute gehen wird. Dafür nehmen wir hier wieder unsere Box zur Hand, in der wir Gegenstände, Dokumente und Fotos haben. Ich gebe dir dieses Foto einer Frau. Denn die zweite Protagonistin, über die wir heute sprechen werden, hat sich sehr intensiv mit dem Thema Frauenrechte und mit dem Thema Recht auf Abtreibung beschäftigt. Und ihr Name ist Selma Grünewald. Und das ist eben ein Foto von ihr. Sie war Krankenpflegerin und hat sich in den 1920er Jahren für das Recht auf Abtreibung eingesetzt und leistete auch Aufklärungsarbeit zu den Risiken illegaler Abtreibungen. Einfach in den 20er Jahren, das können wir uns heute vermutlich kaum mehr so richtig vorstellen, was das bedeutet. Sie hat das auch nicht unter ihrem echten Namen getan, sondern unter dem Namen, Decknamen oder so Pseudonym eher gesagt, Nora Norelli. Hier siehst du ein Filmplakat. Sie hat nämlich in vielen Städten Deutschlands Vorträge zu Filmen gehalten, in denen Geburten und Operationen an Frauen gezeigt wurden tatsächlich. Mhm. Was damals natürlich also unüblich und auch ein Riesenskandal war. So. Total krass auch für mich, so diese Sätze nochmal zu lesen und auch dir davon zu erzählen. Was stellst du dir vor, wie dieses Umfeld war, in dem sie diese aufklärerische Arbeit gemacht hat? Es ist schon sehr mutig auf jeden Fall, sich überhaupt für Frauenrechte zu der Zeit einzusetzen, ja. Und dann auch noch für so ein Thema, was ja sehr stark damals noch mehr als heute stigmatisiert war. Also absolut, ja, total. Kannst du dir auch ausmalen, mit welchen Konsequenzen Selma rechnen musste durch diese Arbeit? Wahrscheinlich Jobverlust, kann ich mir vorstellen. Also als Krankenschwester hat sie wahrscheinlich dann auch ihren Beruf riskiert, weil das wahrscheinlich auch in der Ärzteschaft, was man wahrscheinlich nicht mal gendern muss, ja, auch ein kontroverses Thema war. In den 30er Jahren wurde das dann wahrscheinlich zum richtigen Problem. Ja, und über diese Zeit werden wir gleich auch noch sprechen. Damals war es generell so, dass auch Schwangeren, die vorsätzlich abtreibt, 5 Jahre Gefängnis drohten und eben auch den helfenden Personen
bei Schwangerschaftsabbrüchen. Viele Kinder bedeuteten für Familien natürlich auch größere Armut. Also ne, das ist auch nochmal so der Kontext davon, wie Abtreibungen, also überhaupt, wie es dazu kam, dass halt Schwangere überhaupt daran dachten und das auch wichtig war. Und natürlich auch ganz viele weitere Geschichten, die noch dazu führten und dazugehörten. Selma setzte sich für die Selbstbestimmung von Frauen ein und sprach eben öffentlich darüber. Und du hast gerade auch schon selber darüber nachgedacht und gesprochen, unter welchen Umständen diese Aufklärungsarbeit geschehen sein muss. Und da hast du auch einige sehr, sehr treffende Vermutungen schon angestellt, über die ich dir jetzt erzählen werde. Denn wir springen jetzt ein paar Jahre nach vorne zum März 1942. Damals bekam Selmas Mutter die Nachricht, dass ihre Tochter im Konzentrationslager Ravensbrück an einer Leberkrankheit letztendlich verstorben ist. Und tatsächlich wurde sie in der Tötungsanstalt Bernburg von Nazis ermordet. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Nee, ich wusste schon, was passiert. Und sogar ich fühle das auch beim Lesen, weil es so krass ist, auszusprechen und sich mit solchen Geschichten zu beschäftigen, auch trotzdem immer wieder platt macht, oder? Auch wenn wir darüber wussten und schon gelesen haben. Wie viel wusstest du darüber? Ich weiß, dass Schwangerschaftsabbrüche unter den Nationalsozialisten auf der einen Seite gefordert waren bei manchen Frauen, die Abtreibungen durchführen lassen mussten, auf Zwang, und auf der anderen Seite andere dafür ins Konzentrationslager gekommen sind oder anderweitig ihr Leben gelassen haben oder eben ins Arbeitslager, ich weiß nicht, also nee, Zuchthausstrafe stand, glaube ich, darauf. Genau, also das war mir schon auch bewusst, aber eben auch so diese, also vielen Einzelschicksale, die man ja immer wieder so zusammenfasst unter Opfern des Nationalsozialismus, aber wenn man dann quasi so ein Foto hat von einer jungen Frau, die quasi für ein Recht kämpft, für medizinische Grundversorgung kämpft, quasi dafür ihr Leben dann riskiert, beziehungsweise dann ja auch verloren hat. Es ist einfach unvorstellbar. Und ich finde, gerade im Kontext auch mit den Schwangerschaftsabbrüchen ist es auch so ein Thema, was ja immer wieder überall auf der Welt hochkommt. Es ist immer noch so krass stigmatisiert, man ist einfach immer noch so präsent, und das ist 100 Jahre her, also fast 100 Jahre her, oder in den 20er Jahren hat sie angefangen, sich dafür einzusetzen, und das ist einfach unglaublich, dass es gefühlt keinen Fortschritt gibt und quasi sie gestorben ist für ein Thema, wofür wir heute immer noch kämpfen. Ja, das stimmt. Und die Fortschritte, die wir erkennen können, nicht in Stein gemeißelt sind, sondern auch wieder rückgängig gemacht werden können. Und insofern wieder viele Frauen und Menschen, die schwanger sind, in Gefahr bringen können. Wie hast du dich gefühlt, dann zu erfahren, dass jetzt tatsächlich mit der neuen Koalition der Paragraph 219, das Werbeverbot, gekippt wurde? Wie war das für dich, das zu erfahren? Das ist natürlich ein Fortschritt, wenn auch nur ein kleiner. Also ich finde, medizinische Aufklärung, was es ja am Ende nur ist, also Werbeverbot ist ja ein total irreführender Begriff. Es ist ja nicht so, als hätten ÄrztInnen auf ihren Webseiten geworben, hey, kommt hierher, Schwangerschaftsabbrüche im Sonderangebot. So wird das ja quasi irgendwie dargestellt, ist es ja überhaupt gar nicht. Sondern dass man quasi medizinische Aufklärung bekommen kann, es sollte eigentlich ein Grundrecht sein. Viele Menschen wussten auch gar nicht, dass immer noch Abtreibungen nicht straffrei sind, sondern eben nur unter bestimmten Bedingungen. Was wusstet ihr darüber, dass es das Werbeverbot bis vor kurzem noch gab, das darüber bestimmte, dass nicht mal über Schwangerschaftsabbrüche informiert werden konnte? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Dass Selma als Frauenrechtsaktivistin verfolgt wurde, das hast du gerade schon von alleine eigentlich so erkannt. Und ihre Verfolgung, die begann tatsächlich schon ganz früh, schon als sie 26 war, wurde sie das erste Mal zu einer 6-monatigen Haftstrafe verurteilt, weil sie eben bei einer Abtreibung geholfen hatte. Sie geriet aber nicht nur deswegen in das Visier der Nazis. Nicht nur eben, weil sie Frauenrechtsaktivistin war, sondern auch, weil sie Jüdin war.
das kommt in dieser Geschichte jetzt noch dazu. 1940 werfen die Nazis ihr die sogenannte Rassenschande vor, weil sie eben mit einem nichtjüdischen Mann in einer Beziehung war. Und die Gestapo führte damals schon eine 60 Seiten lange Akte über Selma und ihre Aufklärungsarbeit. Das heißt, sie wurde doppelt verfolgt. Ne? Sie war Frauenrechtsaktivistin und klärte über Abtreibungen auf und wurde schon einmal deswegen verhaftet. Und zusätzlich eben noch passte sie gar nicht zu den ideologischen Vorstellungen der Nazis und wurde eben auch als Jüdin verfolgt und inhaftiert. Und am Ende dann eben auch ermordet, wie wir wissen. Ich gebe dir jetzt einmal die Gestapo-Akte von ihr, wo man das auch noch mal drauf sieht. Denn hier siehst du auch noch mal, wie das hier aufgeschrieben ist. Wenn du sie auch vorher siehst auf dem Foto, das wir davor haben, ne, und dort auch. Das sind auch, ja, natürlich Welten. Ja, also hier sieht sie ja auch viel lebendiger aus irgendwie. Und man sieht, dass sie wahrscheinlich keine gute Zeit hatte, um es jetzt mal vorsichtig zu formulieren. Ja. Genau, also die Nazis verhafteten Selma und deportierten sie 1942 in das Konzentrationslager Ravensbrück. Mhm. Und was eben danach Schreckliches passierte und dass diese Nachricht dann an die Mutter übermittelt wurde, darüber haben wir schon gesprochen. Was denkst du jetzt, wo du Selmas Geschichte gehört hast über ihre Betätigung und ihr Leben? Wir bewegen uns ja immer so ein Stück vor und zurück. Also wenn man sich die aktuellen Entwicklungen in den USA oder in Polen anschaut, dann sieht man ja ganz klar zum einen, was konservative Meinungen machen, also auch auf den Bezug auf Frauenrechte und ganz spezifisch auch auf das Thema Schwangerschaftsabbrüche. Also konservative Meinungen führen eigentlich immer auch dazu zum Einschneiden dieser Rechte, was ich total bemerkenswert finde in einer sehr negativen Art und Weise. Und das ist natürlich auch erschreckend. Also, dass man das alles schon erlebt hat, dass es sehr hoch bestraft wurde, illegal war. Ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, weil in Deutschland ist es ja auch nicht legal. Also wir sprechen ja auch nur von einer Straffreiheit unter bestimmten Bedingungen und so. Also es ist einfach ein Thema, was immer wieder aufkommt und immer wieder auch in so eine Richtung geht, die absolut rückschrittlich ist, die absolut nichts mit dem zu tun hat, wie wir eigentlich heute uns als moderne Menschen verstehen. Also ich verstehe nicht, warum in einer aufgeklärten Welt das Thema medizinische Grundversorgung derart behandelt werden kann. Und ja, genau, mich erschreckt das immer wieder aufs Neue, wenn ich dann sehe, wie jetzt jüngst, wie gesagt, in den USA, wo man sich denkt, da los? Ja. Also, wie kann das und sein? Auch, was das wohl in der Zukunft noch geben wird, weil wir sehen ja Statistiken und Zahlen, dass Abtreibungen, dass Schwangerschaftsabbrüche trotzdem passieren. Ja. Also auch unter einer Illegalisierung. So, das ist unvorstellbar. Ich glaube auch, dass es da steckt der Fehler auch in diesem Denksystem. Also die Bestrafung oder das Verbieten von Schwangerschaftsabbrüchen wird Schwangerschaftsabbrüche nicht. Also die wird es weiterhin geben. Übrigens könnt ihr euch auch im Online-Archiv von Arolsen Archives die gesamte Akte von Selma anschauen und noch weitere tausende Dokumente über Verfolgung von den Nazis ansehen. Und alle weiteren Infos findet ihr auch in der Infobox. Ich möchte dir jetzt natürlich vor allen Dingen Danke sagen, dass du mit mir gemeinsam über so dieses Thema Abtreibungen und Frauenrechte nachdenken wolltest und auch so diese Emotionalität zulässt, die uns, ja, glaube ich, alle betrifft zu diesem Thema. Dankeschön. Danke dir. Danke, dass du mir Selmas Geschichte erzählt hast.